Servus, Salve und Hallo. In diesem Clip, und der dauert 55 Minuten, ist es eine Aufzeichnung von dem Webinar, was ich gestern mit finanzen.net gemacht habe. Es geht hier um die 6-Monats-Aussicht von DAX, MDAX, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Dann habe ich noch reingenommen Gold, WTI und Bitcoin und ganz zum Schluss Eurostoxx. Da müsst ihr dementsprechend mal ein bisschen vorrollen. Das stelle ich also hier direkt im Anschluss dran. Aber das kommt morgen, sprich am Donnerstag um 19 Uhr. Dazu stelle ich den Link unter den YouTube-Film. Und ich werde heute Abend am Mittwoch, wir haben jetzt 10.34 Uhr, werde ich keinen Film machen. Ich bin unterwegs in Bayern, das schaffe ich einfach nicht. Und morgen früh, es geht einfach nicht. Denn ich melde mich ja ab für die nächsten 3 Wochen. Ich springe in der ersten Woche Oktober oben in Mittelerde rum, was ich immer Frankfurt nenne. Und bin da auch wieder bei NTV zu Gast. Das freut mich sehr. Also ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und viel Spaß bei dem Film hier. Auf deine, bye bye. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend und heiße Sie herzlich willkommen zum Online-Webinar von der Goldman Sachs mit Christian Schlegel und Finanzen.net. Mein Name ist Irina Musaschwili und ich bin Ihre Moderatorin in der kommenden Stunde. Mit dem Ende des Sommers richtet sich der Fokus der Anleger auf das kommende 4. Quartal und die Frage, ob die Aktienmärkte eine Jahresendrallye hinlegen können. Die wichtigsten Indizes wie der DAX, Dow Jones und Nasdaq 100 stehen vor einer spannenden Phase. Ich freue mich, dass Sie alle heute mit dabei sind und sich bereits so zahlreich eingewählt haben und sich für dieses Thema heute interessieren. Und genauso sehr freue ich mich, unseren Gast in dieser Runde nun begrüßen zu dürfen. Guten Abend und herzlich willkommen, Christian Schlegel. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. Schönen Abend. Christian, du bist seit sehr vielen Jahren bereits an der Börse aktiv. Was möchtest du unseren Zuschauern über dich erzählen? Heute in diesem Webinar geht es darum, dass ich mal vergleiche. Wir hatten im Oktober 2022 den Beginn einer fulminanten Rallye. Wir hatten im Oktober oder Ende Oktober 2023 eine Fortsetzung dergleichen. Und ich wollte einfach mal rausschauen bei den verschiedenen großen Indizes DAX, MDAX, Standard, Dow Jones und Nasdaq, wie die technische Situation ist, ob wir eine ähnliche Rallye erwarten können, auch vor dem Hinblick der Präsidentschaftswahl. Vielen lieben Dank, Christian. Bevor wir dazu kommen und in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Online-Seminars über die Chat-Funktion kontaktieren. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, genug auf die Folter gespannt, denn wir haben ja heute noch einiges auf dem Programm. Dann wollen wir nun direkt loslegen. Christian, ich gebe dir die Moderationsrechte und du darfst sofort beginnen. Meinen Bildschirm übertragen. Wunderbar. Hallo, liebe Zuhörer, der eine oder andere kennt mich bestimmt schon. Das ist auch nicht das erste Webinar, was ich hier mache für Finanzen.net. Deswegen, ich gehe direkt raus aus meiner Kamera, damit ihr den Chart seht. Jetzt bin ich weg, da bin ich hin. Hier seht ihr den schönen Börsensaal und dann fangen wir direkt an, wobei ich das hier, ihr kennt das, leider vorausschicken muss. Der klassische Disclaimer, ich muss euch den vorlesen. BaFin-Vorschrift. Dieses Webinar dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Indizes, um das zu tun. Suchen Sie bitte Ihren Bankberater auf. Weder Finanzen.net noch Goldman Sachs oder ich selbst können in irgendeiner Art und Weise haftbar gemacht werden. Es fand, das ist mir immer wichtig, keine inhaltliche Einflussnahme auf meine Ausführungen statt. Vergangene Kursbewegungen sind kein Garant für zukünftige Kursbewegungen. Meine Meinung mag von denen der genannten Parteien abweichen. Es ist mir immer unangenehm, das zu machen, aber das ist immer eine Vorschrift und an die muss man sich halten. So, ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass ich mit euch mit dem DAX anfange und dann über den MDAX gehe und dann die verschiedenen amerikanischen Indizes. Dies ist kein Webinar, wo wir auf Einzelwerte eingehen, also deswegen braucht ihr auch da gar keine Frage zu stellen. Die Aufgabe, die mir gestellt wurde, ist also zu vergleichen, wie können die Indizes von heute aus in Sicht von einem halben Jahr sehen oder stehen können. Und das gehe ich jetzt mal dementsprechend mit euch durch. Die Irina wird Fragen aufnehmen. Ihr könnt die während des ganzen Vortrags natürlich stellen, aber ich werde sie dann hinterher gesammelt durchgehen. Was ihr vor euch seht, und auf diese Art und Weise analysiere ich alle Indizes, ist in diesem Fall der DAX auf Monatssicht. Wenn sich einer fragt, was ist das hier für ein System? Das ist der TraderFox, den benutze ich seit Jahren.
Mir ist Folgendes, ich gehe jetzt beim DAX nicht mal so auf die Vorpräsidentschaftswahl ein. Das ist viel interessanter bei den amerikanischen Indizes. Und da mache ich das auch dann ein bisschen expliziter. Mir geht es darum, wir sind hier, wo ist mein Fadenkreuz? Da. Wir haben hier angefangen. Das ist das Corona-Tief. Und ich habe einfach mal von hier vom Corona-Tief bis zum Nach-Corona-Hoch eine Linie gezogen, um zu wissen, wo sind die Fibonaccis und wo lagen die dann eben im Oktober 2022. Und das geht's ja. Und was ihr hier seht, ist, von dieser Bewegung hoch haben wir etwas, das 50er Retracement, das ist das Schwarze hier, etwas unterboten, aber auch nur minimal. Das heißt, das 50er Retracement, wenn also ein Markt steigt und verliert nur 38% oder 50%, ist das immer mal eine gute Unterstützung. Und ich formuliere das immer so, ihr werdet es gleich hier hinten sehen, wenn ein junger, dynamischer, ich nenne es auch gerne ein pubertierender Trend entsteht, ja, so ein junger Wilder, dann korrigiert er oftmals nur bis zum 38er, hat sich dann ausgetobt und zieht dann weiter, macht neue Highs. Das genau haben wir hier gemacht. Deswegen das hier, die schwarzen Linien sind die Fibos von 2020 Corona-Tief von 8.200 bis zu dem Hoch, das wir hatten bei 16.324. Jetzt nehme ich die raus, damit uns die nicht mehr stören. Jetzt können wir uns auf die Freunde hier konzentrieren. Das hier war also der Oktober 2022, 3.10. Da ging es mal richtig ab. Und worauf ihr jetzt achten sollt, das ist also hier der schwarze Pfeil, das ist die 200-Monats-Linie. Es hat keine Bewandtnis, dass die hier genau dran liegt. Das ist die Technik hier unten. Jetzt muss ich die Zahlen kurz mal rausnehmen. Ich arbeite sehr gerne mit dem sogenannten MACD und mit der Stochastik. Und wenn beide zusammen ein Signal geben, ist dieses Signal auf jeden Fall zu beachten. Wenn ich also unbedingt Short gehen will, ich habe aber hier zwei Kaufsignale, einmal, zweimal, dann ist der Short falsch. Ob ich Long gehe, ist eine andere Geschichte. Aber Short ist falsch. Und genau hier in diesem Punkt, wo also das 50er Retracement lag, von dieser Bewegung hier, haben wir hier aufgesetzt. Es gab hier ein Kaufsignal über die Stochastik auf sehr, sehr tiefem Niveau. Und es gab auch ein Kaufsignal über das MACD. Ich mache das so. Da gehen wir das Histogramm lang, kurz, kurz. Dieses Histogramm, ich kann es hier hinten besser erklären, ist nichts anderes als der Unterschied zwischen diesen beiden Linien. Das eine, hier oben drüber, ich bin farbenblind, ich glaube, es ist rot, ist die Summe aus einem 12er exponentiell gleitenden Durchschnitt minus einem 26er. Und darauf wird ein 9er noch draufgelegt. Da ich das mit 59 Jahren nicht immer so sehen kann, ob die jetzt zusammenlaufen oder nicht, ist für mich das Histogramm eine größere Hilfe. Appelt und Hitchler haben seinerzeit gesagt, das Signal ist das hier und es ist das hier, wenn die sich kreuzen. Ich halte das für falsch. Ich benutze eigentlich fast nur noch das Histogramm. Aber ihr seht hier in beiden Fällen, sowohl das MACD dreht hoch, als auch, dass hier die Stochastik hochdreht. Jetzt vergleicht es einfach mal mit dem heutigen Zustand. Das ist ein diametraler Gegensatz. Wenn wir hier unten schon leicht überverkauft waren, sind wir heftigst überkauft. Das allerdings schon seit Beginn dieses Jahres. Dieser Indikator hier, die Stochastik, gibt erst dann ein Signal, wenn sie durchgeht, durch die 80. Hier steht die 80 da. Wenn sie hier durchgeht, dann gibt es ein Verkaufssignal. Ich habe noch keins auf Monatssicht. Gleichfalls geht aber trotzdem das MACD geht zurück, sprich die Linien gehen zusammen. Es ist noch kein wirklich klassisches Verkaufssignal, wir werden gleich andere sehen, aber es ist zumindest mal ein Junge, das Potenzial ist hier begrenzt Signal, so möchte ich sagen. Also hier hatten wir eine sehr tiefe Technik, hier haben wir nur reagiert auf das, was ich eben sagte, den pubertierenden Trend auf das 38er Tracement, die Zahl kann man hier hinten lesen, und sind von da aus auch wieder hoch. Das war im, wann war denn das? Das war im, Moment, Februar, oder? Das können wir schauen. Nee, das war genau das im Oktober. Natürlich im Oktober, Ende Oktober ist er dann hier durchgezogen. Aber diese Technik hier sah bei weitem nicht so schön aus. Also das Potenzial, was ich hier hatte, von wirklich ganz unten nach oben zu gehen, war größer und offensichtlicher als das hier. Das war ein Signal aus der, wie ich das immer nenne, Lameng heraus. Das habe ich auch nicht in dieser kompletten Linie, Abfolge hier gesehen. Ich habe die 14.750 gesehen, ich habe die auch genannt, das ist eine Unterstützung. Allerdings war ich der Meinung, dass wir hier in dem Bereich bei 16.500 das Ende Gelände. Ich gebe das ganz offen zu. Ich habe das nicht gesehen, dass wir hier diese große Bewegung haben.
Auf dem YouTube-Kanal von mir beschreibe ich dann auch ab und zu mal die Sparfonds, die ich habe. Die habe ich also ziemlich stillgelegt. Habe dann mal ausgerechnet, was hätte ich denn jetzt für einen Preis? Und das kam dann im letzten Monat, kam das wunderbar rein, waren zwar nur 500 Punkte Gewinn, war aber ein Gewinn. Da hat sich wieder gezeigt, Geduld zahlt sich an der Börse aus. So, wie sehen wir aus? Also vor die im Hintergrund dieser Technik hier, insgesamt hoch, habe ich noch kein Verkaufssignal, ganz klare Ansage, aber es scheint mir doch limitiert zu sein. Das obere Bollinger Band liegt momentan bei 19.500. Es gibt verschiedene Formationsrechnungen von Elliott oder auch von den Fibonacci Extensions, die landen alle so bei 19.300. Also er hat kein Verkaufssignal, aber für mich ist das Potenzial begrenzt. Mit Sicht auf 6 Monaten gehe ich eher davon aus, dass wir nochmal in diesen Bereich hier kommen, Richtung 20-Monats-Linie und auf diesen Back-to-Breakout. Das passiert ganz, ganz häufig, dass man einfach vor so einer Bewegung einfach nochmal, hier ist der Ausbruch da, hier nochmal bestätigt, dass er dann darauf nochmal aufsetzt. Das sehen wir auch gleich in anderen Indizes, haben die ganz, gerade der Dow Jones hat das ganz explizit gemacht, immer mal wieder Back-to-Breakout. Also ich traue mich, das ist vielleicht das Resultat dessen, hier nicht mehr großartig long zu gehen. Ich halte die Aktien für fundamental, recht teuer und von der technischen Seite her als das Potenzial ausgeschöpft. Und damit gehe ich jetzt mal mit euch zum MDAX. Viele mögen den MDAX, ganz tolle Aktien drin und manchmal kommt dann so einer rein, da, Vata war neulich so ein Ding, diese ganzen Deliver Heroes oder HelloFresh in diesem Jahr, ganz fürchterlich. Ich habe für die anderen Indizes habe ich Listen gemacht, bei denen man die Gewinner der letzten 5 Jahre sieht. Das habe ich jetzt für den MDAX nicht gemacht. Grundsätzlich mag ich den MDAX und das ist eine Geschichte, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch das ist wieder die Monatsansicht, eine Kerze, ein Monat. Entschuldigung, kann man was trinken? Was mir hier auffällt beim MDAX, der heute auch besser war als der DAX, ist diese Linie hier. Also erstmal grundsätzlich, diese Linie hier kann ich schön anlegen, hat diverse einmal, zweimal, dreimal, viermal Bestätigungen gehabt. Die ist für mich gut. Und diese Linie liegt momentan genau mit der 20-Monats-Linie zusammen bei 26.500. Fällt jeden Monat etwas ab. Die Tiefs sind angenehm im Sinne von hier war es sehr tief, war höher und hier ist es nochmal hier drauf. Das ist wie so ein zweites Standbein. Also grundsätzlich finde ich den MDAX, auch wenn er von hier, von der Technik her momentan überhaupt kein Signal gibt. Wir sind also an der Nulllinie im MACD und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Und wir sind zwischen 0 und 100, ist die Mitte 50, sind wir ziemlich genau dran. Das Stochastik, völlig neutral. Hier ist der Chart insgesamt wirklich wichtiger. Und ich würde sagen, der hat gute Chancen. Schwierig wird es und deswegen ist das für den MDAX so außergewöhnlich. Wenn wir unter die 23.600 gehen und schließen, muss ich davon ausgehen, dass er auch nochmal 2.000, 3.000 Punkte drauflegt. Wenn wir eigentlich hier drüber gehen und schließen, also über die 26.500, idealerweise noch über der 27.600, ist hier erstmal alles frei. Und er kann dem Ruf der die kleinen Perlen an der Börse, den er hat, auf jeden Fall gerecht werden. Vor dem Hintergrund der Technik 2022 seht ihr auch hier, lang, kurz, kurz, gab es dann hier spätestens auch ein Kaufsignal. Die Technik war richtig ausgeleiert, da war nichts mehr. Wir haben fett verloren, viel mehr als der DAX. Aber auch hier über die Stochastik kam dann zeitgleich ein Kaufsignal. Das war für mich ein Okay-Signal, damit konnte ich umgehen. 2 Indikatoren haben schön nach oben gedreht, fand ich cool. Das hier hinten, was im Oktober war, und dann hat ja der MDAX auch eigentlich gar nichts gemacht, das ist ja nichts anderes als eine ausgedehnte Seitwärtsphase, war von der Technik her auch kein Signal. Neutral über die Stochastik, neutral über das MACD, da konnte man nichts mit anfangen. Entschuldigung. Also für mich ist momentan die Technik wichtiger und da habe ich 2 relativ enge Punkte, 26.650 und hier die 23.500. Das sind für mich die wichtigen Punkte. Hier kann ich momentan, gebe ich ganz offen zu, überhaupt nicht sagen, ob er erstmal nach oben geht oder erstmal nach unten. Ich habe von der Technik her kein Signal. Und wenn ich keins habe, muss ich nicht um heißen Brei rumrennen, dann habe ich halt keins. So, dann würde ich vorschlagen, nehmen wir mal den Dow.
Der DAO. Jetzt eine Sekunde einstellen. So. Präsidentschaftswahl. Ihr habt bestimmt in den letzten Wochen, wenn nicht gar Monaten, von vielen auch berühmten Schadtechnikern wie Jörg Scherer, Martin Utschneider, Martin Naik den Ausdruck Wahlzyklus gehört. Dieser Zyklus soll gehen bis kurz vor der Wahl, ungefähr 6 Wochen vor der Wahl, und den Markt stabilisieren. Und dann ist eigentlich die Theorie, dass der Markt eher fällt. Von Goldman Sachs gab es neulich einen Bericht von einem, den habe ich so noch nie gesehen, von einem Techniker, von einem Analysten, der sagte, die Märkte erfahren ihren Höchstkurs am 16. September. Und danach würden sie fallen. Ihr habt bestimmt auch amerikanische Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder und fragt die mal, wie sich deren Wahlverhalten geändert hat, seit Biden zurückgetreten ist als Präsidentschaftskandidat. Ich mache das immer wieder, wenn ich in irgendeinem Hotel bin, dann setze ich mich auch mal in die Bar. Wenn da Amis sind, frage ich die. Im Februar war ich auf Thailand, da waren auch Amerikaner da, die haben gesagt, wir können nicht den Biden wählen, wir müssen den Trump wählen, weil der Biden, der ist Gaga. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber das war also eigentlich eine Protestwahl. Jetzt habe ich, vor 2 Wochen war ich in Frankfurt, da habe ich da eine Familie getroffen, eingetragene Republikaner, die gesagt haben, wir können den Trump nicht wählen, was er für Mist baut, was er erzählt und so. Das stimmt doch alles gar nicht. Das sind aber dann Leute, die gehen auch mal nach Europa. Die gehen nach China, die gehen nach Asien, nach Afrika, die arabischen Länder. Die sind also weit unterwegs und holen sich dann auch noch ihre anderen Meinungen. Die Bedienung in Las Vegas, die aus Las Vegas gar nicht rauskommt, für die gibt es nur Trump, Trump und nochmal Trump. Ich denke, diese Wahl, auch wenn Taylor Swift sich jetzt für Kamala Harris entscheidet, ist noch nicht entschieden, weder für den einen noch für den anderen. Und aber das Ergebnis, was ich immer höre, ist, wenn Trump gewählt wird, ist das besser für die Börse. Wenn Kamala Harris gewählt wird, eher nicht. Von Biden habe ich bis, also nicht von Herrn Biden, sondern von beiden Aspiranten, habe ich bisher noch nicht ein eindeutiges Wahlprogramm gehört. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kamala Harris die Steuern eher anziehen wird, was Trump eher nicht macht. Deswegen, das wird also sehr, sehr spannend, und ich glaube auch bis zur Wahl, ich denke, das ist der 5. November, wird die Volatilität in den einzelnen Titeln und Indizes zunehmen. Ich erinnere mich noch, wie das hier war, kurz vor der Wahl von Trump, zum Beispiel K.O.-Scheine waren nur noch auf Bid-Only gestellt und normale Optionsscheine auch noch, die konnte man nicht mehr kaufen. Man konnte sie verkaufen, aber nicht mehr kaufen. Ich denke, dass sowas Ähnliches auch wieder stattfinden kann. Das hier war also die Wahl von Trump, und die Inauguration, die war im Februar. Das ist vom ersten Tag, als er gewonnen hat, gingen die Märkte hoch. Erstaunlich hoch. Und jetzt schaut mal hier unten auf die Technik, und das ist immer das Trügerische mit der Stochastik. Die gilt hier schon als überkauft, komplett über Monate, Wochen und Monate, bis 2018. Und da gibt es hier so eine kleine kümmerliche Korrektur. Also von der Technik her war damals so nichts zu sehen. Bei der Wahl von Biden ist aber auch erstmal kurz runtergegangen, ist es auch gestiegen, allerdings nicht in der Länge der Bewegung von Trump, aber in etwa gleich, also ein bisschen weniger in der in dem Steigerungsprozentsatz. Jetzt kommen wir mal das zur Wahl. Jetzt kommen wir mal zu den Schichten hier hinten. Das ist also der Oktober 22. Auch hier, ähnlich wie beim DAX eben, ich muss das mal hier hoch machen. Moment. Lang, kurz, kurz. Kommen wir genau hier rein. Ja. Also von der Technik her, vom MACD am Trendfolger, sehr gut. Und die Stochastik hat auch komplett dann auf sehr tiefem Niveau hochgezogen. Das war für mich ein verständliches Kaufsignal. Das habe ich begriffen. Hier hinten, das ist jetzt der Oktober 23, also Ende Oktober 23, war hier nichts. Nulllinie. Konnte man nicht sehen. Und auch hier nur so ein kleiner Taucher, um dann weiter zu steigen. Wir gelten nach wie vor auch im Dow Jones als überkauft. Jetzt kann ich das aber auch so formulieren, ich sage, die Technik ist hoch, der Markt aber auch. Wir sind auf einem All-Time-High. Warum soll die Technik tief sein? Also das passt schon. Und wir spielen hier beim Dow auch heute noch, in diesem Monat und auch heute noch, weiter mit einem All-Time-High. Der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Wenn der hier ein bisschen weiter ranzieht, und so sieht es zumindest aus für die nächsten 4 Wochen, ist es völlig egal, ob eine Technik hier überkauft ist oder nicht. Ich habe hier weder hier noch da ein Verkaufssignal. Das heißt, der Dow, der gar nicht so toll gelaufen ist in den letzten, sagen wir mal, 3, 4 Jahren,
hat bei mir immer noch kein Verkaufssignal und genießt auf jeden Fall ein Prä gegenüber zum Beispiel dem Nasdaq. Ich habe hier mal eine Liste gemacht. Ich hoffe, das hier sind die Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre. Und da haben wir Apple mit großem Abstand 289%, Microsoft 212, Caterpillar. Habe ich mir einmal angeschaut, habe ich absolut unterschätzt. United Health, American Express. So, wir haben hier einen Buffett-Wert, wir haben hier einen Buffett-Wert, wir haben hier einen Buffett-Wert und Goldman Sachs ist Buffett auch drin. Ja, also der hat das mit seinem Berkshire Hathaway hervorragend gemacht. Ich finde den immer besser als sämtliche ETF, die es gibt beim Dow oder Nasdaq oder wie auch immer. Ich finde den Berkshire Hathaway ganz hervorragend. Aber ihr seht, Computer, ja, Landmaschinen, aber auch Unterstützung für die KI. Die bauen da eine ganze Menge Sachen. Ja. Dann natürlich Health, das heißt natürlich, dann hier mal Health. Und American Express ist ja nicht nur Kreditkarte, sondern auch ein Riesenreisebüro. Aber das sind die Gewinner, und hier Goldman Sachs, das sind die Gewinner vom DAX in den letzten 5 Jahren. Die Verlierer habe ich jetzt nicht reingestellt. Also als Resümee, für mich hat der Dow noch kein Verkaufssignal. Ich denke, der kann auch weiter laufen. Der Chart ist wichtiger. Ein All-Time-High nähert das andere. Das sind dann die sogenannten Uncharted Territories. Und vor dem Hintergrund kann der noch steigen. Er würde bei mir erst negativ werden unter diesen Punkt hier. Da sind wir bei 37.700. Sollte also einer long sein, kann er long bleiben, aber hier muss er sich stoppen. So möchte ich das dann mal beim Dow formulieren. Und damit gehe ich auf den Standpur. Irina, kommen viele Fragen. Rätst du mir kurz zu unterbrechen oder hält es sich in Grenzen? Jetzt hört sie mich gerade nicht. Wir werden sehen. Das hier ist der Standpur. Und auch hier, Trump wurde gewählt, die Börse ist gestiegen. Ja, kleine Korrekturen. Das hier war das Corona-Tief. Und das ist das, was ich immer sage, back to breakout. Wir sind hier ausgebrochen. Da gingen wir drüber. Und guck mal, wo hier ist. Das passiert so häufig. Hier auch wieder. Wir steigen, fallen auf diesen Breakout. So. Das passiert so häufig, dieses Back-to-Breakout, das ist ja manchmal dauert es halt in diesem Fall mehrere Monate, aber es passiert immer wieder. Und da muss man einfach mal drauf gucken, ist auch ein sehr guter Hinweis, man kann nicht nur die Fibos ziehen von hier nach da, das können wir immer spaßeshalber machen, von hier im Corona-Tief, na komm her, so, auch hier wieder nur bis zum 50er Retracement. Und dieses Retracement fällt zusammen mit Chartunterstützung. Das heißt, hier gibt es dann auch immer wieder Unterstützung back to breakout. Ich bin einer, ich will nicht nur wissen, ob die Elliott-Wellen positiv sind. Ich will auch wissen, ist vom Fibonacci hier was Positives? Was ist mit den Leuten der Trendfolger? Was ist mit den MACDs? Was sagen die reinen Chartisten? Und je mehr von diesen Gruppen ich finde, die einen gewissen Punkt haben, umso wichtiger ist der für mich. Für ein Signal alleine, mir reicht das nicht. Und dieser Back-to-Breakout ist immer wieder wichtig. Sind wir hier jetzt im Oktober? Moment, mache ich das hier raus, hier ein bisschen hoch. So, gleiches Bild wie beim Dow. Lang, kurz, kurz. Das heißt, die Dinger gehen zusammen. Ja, das ist nichts anderes als die optische Darstellung zwischen den beiden Linien. Lang, kurz, kurz. Geht hoch. In diesem Fall hat sogar das untere Monatsband noch gehalten, wobei es dann mal ein paar Tage gab, die waren ein bisschen schwierig. Also ich habe als Unterstützung hier das Fibo-Retracement gehabt, ich habe den Chart gehabt, Back-to-Breakout und das untere Band. Ist schon mal gut. Und dann kommt hier ein Kaufsignal rein. Ja? Ich mache also nicht nur lang, kurz und kaufe dann, sondern lang, kurz, kurz. Das ist auch anwendbar auf dem 4-Stunden-Chart, gerne auch auf dem 1-Stunden-Chart, sowieso auf dem Tageschart oder Wochenchart. Kann man alles machen, ist gar kein Problem. Und dann zieht der Freund wieder an. Und an diese Phase kann ich mich hier auch noch erinnern, Mann, der macht ja gar nichts, er ist ja so langweilig wie der MDAX. Ja, es war tatsächlich so. Und dann sind halt auch vom Standpoint 500 nur wenige 20 Werte deutlicher gestiegen. Ich hole gleich die Liste hoch und der Rest, der blieb irgendwie unter ferner Liefen. Wenn ich jetzt diesen Zeitpunkt vergleiche mit dem hier aus dem Oktober 22, gelten wir auch schon ähnlich wie beim Dow, galten wir hier als hoch. Das ist kein klassisches Signal.
Das Signal ist dieses hier, wenn es um die 80 geht. Wenn der sich dann wieder hier oben dreht, ist sehr schwierig zu handeln, ist der Chart wichtiger. Und der Chart hat eigentlich erst ab diesem Punkt hier gewonnen, also dieses Hoch rausgenommen hat, All-Time High. Und da gingen wir von 4.780 hoch auf die 5.800 vor 8 Monaten. Auch von hier, von dem MACD gab es kein Signal. Also hier gab es richtig Potenzial. Aber auch hier sage ich, dass, und die ist schon ein bisschen tiefer hier, das kleine Histogramm hier hinten, aber der Monat ist noch nicht fertig, muss man warten. Es ist hoch, der ist aber auch auf dem All-Time-High. Ich denke nur nicht, dass er noch so viel Potenzial hat. Sag mal, vielleicht zwischen 5 und 8% durchaus auch noch in den nächsten paar Wochen. Aber auch hier sehe ich auf Sicht bis März nächsten Jahres, genauso wie beim Dow, genauso wie beim DAX bisher und MDAX nicht, sehe ich tendenziell eher nochmal ein Abgleiten hier auf die 20-Monats-Linie, so wie wir es hier gehabt hatten. Oder von hier darunter. Also das ist kein Freibrief jetzt, dass er deutlich nach oben geht, aber 5 bis 7% gebe ich ihm durchaus nochmal. Und da muss man schauen, wer gewinnt und wie der Markt es wirklich anfängt. Hängt natürlich auch sehr, sehr viel damit zusammen, was die Fed morgen macht. Macht sie wirklich was, wovon ich ausgehe? Macht sie nur ein Viertel? Macht sie gleich ein halbes? Die Inflationszahlen sind nicht so da. Das ist keine einfache Aufgabe für die Fed, muss ich ehrlich sagen. Und das wird sehr spannend und nicht nur der Zinssatz an sich, sondern das, was die hinterher sagen, wie sie es denn sehen. Also morgen der Tag, ich glaube, es ist um 20 Uhr, wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Deswegen ist auch die Volatilität jetzt in dieser Woche in den gesamten Märkten tendenziell eher geringer. Also nochmal, hier bin ich aber auch der Meinung, lass sie nochmal 5 bis 7% steigen. Das ist in Ordnung, von mir aus 6.000 oder 6.100. Aber dann wird das hier so kitzelig, dass das Potenzial für mich nach oben auch hier im Standard 500 eher begrenzt ist. Hier habe ich auch eine Liste dabei, Standard 500. Und hier lest du dann das erste Mal Nvidia. Na Moment, mache ich das mal größer. Na komm her. Will er nicht. 2.455% seit 5 Jahren. Das ist schon Brett. Das ist schon wirklich viel. Dagegen sind die Tesla ja schon fast Hunger leider mit lediglich 1.300%. Eli Lilly finde ich eine sehr große Überraschung, ähnlich wie Caterpillar. Aber Eli Lilly hat also ganz tolle Mittel und überall finden die was Neues. Die sind in Bad Homburg bei Frankfurt. Habe ich völlig unterschätzt, kam für mich nicht. Ich habe mir gedacht, das ist so eine langweilige Aktie. Ich habe sie mir nie genau angeschaut. Und das sind dann jetzt hier die anderen Werte, ohne dass ich jetzt da näher drauf eingehe. Aber diese 2.455% in Nvidia, das ist natürlich schon, das ist ein Brett. Ja, also das ist wohl dem, der 5 Jahre lang geschlafen hat. Ja, und hatte die und hat geschlafen. Ich habe das nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann haben wir, muss man auf die Uhr schauen. Also wir haben auf jeden Fall genügend Zeit. Das, was ich finde, einfacher zu handeln ist fast als der DAX, ist die Nasdaq. In meinen YouTube-Videos vergleiche ich immer auch den Spread zwischen, ich bin hier unten mit der Maus, zwischen dem DAX und dem Nasdaq. Der ist hier. Das sind momentan 310, 730 Punkte Abstand. Vor 2 Wochen jetzt war das nur noch 80 Punkte. Und das war auch schon mal auf über 2000. Diesen Spread, den handle ich sehr gerne, der macht Spaß. Und ich finde, wenn der Nasdaq ein Signal gibt, ist er sich da ehrlicher und treuer als der DAX selbst. So, und hier haben wir den Freund. Jetzt habe ich hier unten kein Zeitgitter drin. Moment, das ist auch der Monatschart. Wo ist denn hier 16? 16, da ist 16, hier. Das hier war jetzt dann so die Trump-Wahl. Und da ging auch hier die Luzi ab. Ja, also der war bei der ersten Trump-Wahl 4.800, der Nasdaq. Ich glaube, der DAX war da so um die 8.000. Ja. Also der Abstand vom DAX zum Nasdaq, da war der DAX wesentlich höher. Wir haben jetzt hier auch nochmal, wir sind dann gestiegen und hier hatten wir diese lange Korrektur. Das ist eigentlich sowas, was ich mir wünschen würde für den Markt. Hier vom 1.11.21 runter bis zum 3.10.22, ein Jahr lang besser. Und dann ist auch hier, ich mache es da wieder ein bisschen hoch, mein Fadenkreuz raus. Auch hier wieder lang, kurz, kurz. Ja? Kaufsignal am unteren Band.
ohne dass ich es jetzt überprüft habe, bin ich mir ziemlich sicher, das ist auch eine Fibo-Zahl. Das sieht nach dem 50er aus von dieser Bewegung hier. Ohne das jetzt nachrechne. Die Stochastik kam ein bisschen später. Sie kam erst hier dazu. Zwischen diesen beiden Kerzen kam die dazu. Aber dann legt der Freund los von 11.000 auf fast 20.000. Ich glaube, er war sogar 20.000. Also das ist, hier gab es wirklich gar kein, möchte ich sagen, kein Risiko mehr, aber erheblich mehr Potenzial als Risiko. Dann haben wir aber hier in dem zweiten, das ist 22, das ist 23 hier, auch da sind wir zwar noch positiv, aber das habt ihr alle selbst gemacht, dieses Magnificent Seven, das waren halt wirklich nur 7 Aktien, die alles hochgezogen haben und höher und höher und höher. Und jetzt war einer, der nicht bei den Magnificent Seven dabei war, das war doch Sun Microsystems, die haben dann auch mal was auf die Nase bekommen. Jetzt in letzter Zeit. Ich gucke gerade eben auf dem anderen Bildschirm. Wo haben Sie es denn da? Super Micro hier. Super Micro Systems. Und die waren ja auch hoch bis, jetzt muss ich mal schauen, die waren hoch bis 1253 und handeln jetzt bei 442. Es gibt diese Blasen. Bei Nvidia, ist es eine Blase oder nicht? Es wurde immer mal wieder verglichen mit den Werten vom neuen Markt. Ich finde, der Vergleich hinkt, weil Nvidia verdient richtig Geld. Ja, die sind ja überall dabei. Also sensationell. Aber auch hier, es war für mich kein echtes Verkaufssignal, aber es ist kein schönes Kaufsignal. Es war immer Kaufen am Limit. Aber die haben das durchgezogen, die Magnificent Seven war sehr gut. Wie sieht es jetzt aus? Ich komme schon wieder in so eine kitzlige Phase hier rein. Ähnlich wie da, über die Stochastik. Das MACD geht schon runter. Lang, kurz, kurz. Da gibt es sogar schon ein Verkaufssignal über die, wie ich nenne, moderne Sichtweise. Die traditionelle, das ist das von Apple und Hitchler hier, liefert das noch nicht, aber diese Linien gehen zusammen. Das sehe ich über das Histogramm. Ich möchte, um eine bessere Aussage zu treffen, diesen Monat abwarten. Weil letzter Monat, und das ist wichtig, die von euch betrachtete Zeiteinheit müsst ihr bis zu Ende abwarten. Weil das war nämlich auch so eine Geschichte. Wir gingen dann runter, ich sage nur Carry Trades, und dann ging das mal richtig fett runter. Da waren auch die Nvidia, ich glaube, sie waren bei 90, ja, und sind jetzt auch 123 wieder. Nvidia, mal gucken, wo sind die jetzt hier im Moment? Sehe ich sie nicht. Doch, da hier. 116. Die sind von 100, glaube ich, 40 runter auf 90. Das ist ein Brett. Und trotzdem sind die dann alle wieder so gestiegen. Das heißt, hier ist auch, wir handeln in der Nähe des All-Time-Highs. Es gibt noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Auch hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass bis zur Wahl das noch ein bisschen steigt. Aber auch hier wird die Luft erheblich dünner. Und mit einer Präsidentin Kamala Harris kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir eher mal ein paar Einbußen hinnehmen auf Sicht von mehreren Jahren. Also auch hier rechne ich damit, dass Ende März der Nasdaq tiefer steht als heute. Aber ich habe noch kein Verkaufssignal. Ich denke, da kann man sich Zeit mitlassen. Jetzt muss ich aber schauen. Wir haben jetzt hier 18.32 Uhr. Ich hatte gesagt, also den Leuten, mit denen ich vorher gesprochen habe, ich gucke mir auch gerne mal ein paar andere Sachen an. Und momentan ist Gold in aller Munde. Also gucken wir doch mal aufs Gold. Machen wir das auch mal. Gold hat für mich nichts jetzt mit Biden, Trump, Harris zu tun. Deswegen, ich gucke mir Gold jetzt nur mal an auf Monatssicht hier auch wieder hier oben. Monatssicht, eine Kerze, ein Monat. Ein Monat. All-Time-High, Uncharted Territories. Hohe Technik, aber klar, nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn der Markt hoch ist, muss die Technik auch hoch sein. Nirgendwo eine Schwäche, nichts dergleichen. Das Gold liegt gut und wird bei mir erst negativer unter diesem Punkt hier, das sind 2243. Also ich finde das Gold grundsätzlich in Ordnung. Wir hatten hier einen sehr eklatanten Ausbruch, das ist dieser hier, der kam von hier, wird hier bestätigt. Und hier nochmal bestätigt und hier haben wir auch mitgespielt, bis wir dann final bei 2090 gebrochen haben. Das hat lang gedauert. Das wäre also, und das sich auch verbindet mit der 20-Monats-Linie, das für mich momentan maximale Risiko aus Trading-Gesichtspunkten, dass es von hier nochmal das Gold runtergeht, hier auf die
2100, sagen wir mal ganz grob 2100. Die 20-Tage-Linie wird ein bisschen, die 20-Monats-Linie wird ein bisschen steigen, aber vom Chart her ist das hier schon Widerstand, beziehungsweise jetzt Unterstützung, war Widerstand, jetzt Unterstützung. 2080 ist wichtig, da darf es also auf gar keinen Fall drunter gehen, kann aber bis dahin gehen und das wäre nichts anderes als nach dieser Bewegung hier von 1800 hoch zu, ich runde leicht 2,6, nichts anderes als ein Atem holen. Wäre völlig in Ordnung. Ist also noch nichts kaputt gegangen. Dann habe ich gehört, interessieren sich hier Leute für das Öl. WTI auf Monatsbasis. Tja, soll ich dazu sagen, das ist nichts anderes als hier 63 und dann gehen wir mal hier richtig hoch. Das ist eine breite Seitwärtsphase. Momentan ist das Öl, ihr seht es ja an den Tankstellen, recht günstig, will keiner richtig haben. Da kann ich auf Monatschart gar nichts ablegen. Wir sind hier an der 200-Monatslinie, die liegt bei 62,70. Sind wir also jetzt noch, wo sind wir denn hier ganz genau momentan? Bei 70 sind wir also noch 8 Dollar von entfernt. Ich denke schon, dass die hilft, zumal auch hier Unterstützung ist aus dem Chart raus. Von hier, von dem Jahr 23, März, aber das geht dann hier weiter aus Dezember 21, hier überall kommt Unterstützung. Also ja, mag es noch ein bisschen fallen, aber ich denke nicht viel. 10% sind aber durchaus noch drin. Positiv, jetzt mache ich das mal so ein bisschen, dass man es besser sieht. Positiv wird es bei mir eigentlich, muss ich sagen, leider erst bei 87. Also das ist weit weg. Aber im Moment sehe ich eher seitwärts bis leicht negativ, Korrekturphase, alles fein soweit. So, Irina, bist du da? Ja, ich bin da. Gibt es Fragen, die ich beantworten soll? Sonst ich könnte mich auch nochmal anbieten, das mache ich zwar nie, aber ich weiß, dass eure Zuhörer sehr interessiert sind, unter anderem auch in sowas wie Bitcoin. Sonst kann ich auch jetzt nochmal auf den Bitcoin schauen. Das kannst du auch gerne machen. Wir hätten jetzt aber zum Beispiel, also es wurde nach Rheinmetall einmal gefragt, ob du das einmal analysieren könntest. Und dann gab es noch eine Frage zum DAX, wie weit der DAX denn fallen könnte mittelfristig. Okay, also Rheinmetall zuerst. Ich möchte ganz bewusst heute keine Einzelwerte machen. Denn wenn ich jetzt mit Rheinmetall anfange, da kommt der nächste mit Adobe, dann Procter & Gamble, da geht es zur Ehren und dann reichen die 15 Minuten nicht, die wir noch haben. Deswegen, das möchte ich rauslassen. Beim DAX, Moment, gehe ich nochmal drauf. Meine Wunschvorstellung für den DAX ist, dass wir nochmal hier die 20-Monats-Linie sehen. Und zwar relativ zügig. So um die 16.800, das ist sowohl eine FIBO-Zahl als auch die Mitte der Bänder im Monatsbereich. Das fände ich also als Unterstützung sehr gut, würde ich gerne nochmal sehen. Ich kann mir vorstellen, wir waren ja hier bei 17.000, ich glaube 24, dass wir uns das nochmal holen. Also auch beim DAX, auch wenn die Energiepreise insgesamt tiefer sind und die gerade die großen Firmen, Bayer, BASF und wie sie alle heißen, die also so, ich sag mal, Energieschleudern sind oder Verschleuderer sind, dass die das eher positiv in ihrer Bilanz zeigen können. Das fängt ja jetzt auch bald wieder an, so ab dem 1. Oktober kommen ja schon wieder die ersten Unternehmen. Deswegen, das wird denen schon helfen. Ja, ja, das glaube ich schon. Aber sonst wäre auch nicht viel mehr. Also ich rechne nach wie vor damit, auch im DAX, dass wir im März, und das rechne ich eigentlich für alle Indizes, bis auf den MDAX, da kann ich es wirklich nicht sehen, ich rechne alle Indizes bis Ende März tiefer als der jetzige Stand, gebe aber durchaus nochmal 5-7% auf alle Indizes nach oben drauf, insbesondere bis zur Wahl. Und da muss man schauen, wer gewählt wird und was dann wirklich letztendlich umgesetzt wird. Gut, also wie gesagt, Rheinmetall habe ich auch geklärt, dann gucke ich jetzt mit euch nochmal. Habe ich noch nie gemacht für Finanzen Net, aber ich mache es einfach mal. Ich gucke mal mit euch auf den Bitcoin, aber da kann ich im Monatschart gar nicht so viel anfangen. Da gehe ich mal auf den Wochenchart. Das machen wir mal so. So. Das ist der Bitcoin auf Wochensicht. Ich habe ihn noch nie gehandelt, sage ich ganz ehrlich. Wir haben hier eine Trendunterstützung, die liegt momentan hier bei 47.000. Wir sind unterhalb der 20, das ist jetzt die Wochenlinie. Unterhalb drunter. Sobald wir die ist bei 62.800 und gerade eben steigt davon, glaube ich, auch ein bisschen, ja, oh ja, 5%. Sobald wir die überboten haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die alten Highs nochmal in Angriff genommen werden.
Dazu müssen wir über die 72.000. Das ist für einen Bitcoin nicht viel. Das macht er in 2 Stunden. Auch hier glaube ich, dass die Wahl von Trump für den Bitcoin besser wäre als die von Kamala Harris. Die interessiert der Bitcoin letztendlich nicht so viel. Aber der Trump, der hat ja, wenn ich das heute irgendwo richtig gesehen habe, sogar eine Art Plattform dafür, eine Handelsplattform für Kryptos gemacht. Tja, Kryptos polarisieren. Ich persönlich handle sie nicht, wenn wir denen nicht so viel zu tun haben. Es ist für mich einfacher, eine Aktie wie Lufthansa oder selbst VW zu analysieren als ein Krypto. Aber ich sehe hier, sobald der drüber geht, über die 62.100 und dort schließt auf Wochensicht, glaube ich, holt er sich das alte All-Time-High nochmal. Und wenn er es überbietet bei der 72.000, kann der auch ganz schnell so eine Rakete hier machen. Ganz, ganz schnell oder sowas. Oder auch sowas. Also, wenn ich in Short gehen könnte, würde ich es nicht machen momentan. Formulieren wir es mal so. Gut, Irina, ich bin jetzt eigentlich mit allem soweit durch. Entschuldigung. Deswegen, wenn noch Fragen sind, herzlich gerne. Aber ich denke, ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe das Resümee gezogen. Ich bin nicht besonders positiv für die Märkte. Auf Sicht bis März, glaube ich, alle sind ein bisschen tiefer. Aber ich erwarte keinen Crash, nicht falsch verstehen hier. Ja, dann verwöhne mich mit Fragen, sehr noch, Irina. Gut zu wenn wissen. Also, es kam jetzt gerade tatsächlich nochmal die Frage, was du zum FedEx sagst. Zum Beispiel. FedEx? Zur Aktie? Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Steht jetzt einfach also, nur, was meinst du? Will ich da nicht drauf eingehen. Das, wie gesagt, wenn ich dir eine jetzt gestatte, dann habe ich 228 andere, die dann irgendwo irgendwie sind. Ja. Ja, ansonsten kam noch die Frage, du hattest ja vorhin, bist ja kurz auf Nvidia eingegangen und wie du generell das ganze Thema mit KI und Technologieunternehmen siehst, ob es da jetzt irgendwie eine Chance noch gibt oder ob jetzt gerade quasi der Bruch drin ist. Also ich weiß nicht, ob ein Bruch drin ist, aber ich meine, das kann ich machen, weil es ist ja ein Branchending, was ich da jetzt sage. Genau, ja. Ich glaube einfach, dass sich die wenigen Highflyer in der KI, wie Nvidia zum Beispiel, der Markt wird sich mehr verteilen. Der Kuchen ist ein bisschen größer geworden, aber Nvidia kriegt nicht die größten Stücke mehr. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Nvidia sich jetzt also nicht so exorbitant weiterentwickeln wird und dass da auf einmal viele andere Firmen kommen. Interessant in dem Zusammenhang ist ja auch Adobe zum Beispiel, die sind neulich sehr stark gefallen, weil sie einfach gesagt haben, sie rechnen auch damit, dass der Kuchen in der KI insgesamt verteilt werden wird. Bei KI gucke ich eigentlich auch, natürlich auch auf Nvidia, aber auch auf Microsoft. Ich habe bei mir festgestellt, das können sich die Zuhörer ja auch mal fragen, ich benutze überhaupt kein Google mehr. Benutze ich nicht. Wenn ich da eingebe, was ist ein Hashimoto, dann muss ich mir endlose Seiten zusammenziehen. Ich gehe auf ChatGPT, was zu 49% der Microsoft gehört, sagt, was genau ist ein Hashimoto? Ja, das ist so eine Krankheit. Nicht, weil ich die habe, aber ich wollte es einfach mal wissen. Und dann kriege ich innerhalb von Nanosekunden, bekomme ich da eine wunderbare Antwort. Also Google ist bei mir völlig out. Da habe ich überhaupt nichts mehr mit zu tun. Und auch wenn ich mal einen bösen Brief bekomme und den in Rage antworten lassen will, jage ich den erstmal auf ChatGPT und der ist so freundlich. Das würde ich in meiner Gemütsverfassung dann gar nicht hinkriegen. Ganz, ganz toll. Deswegen, ich gucke da immer wieder auf Microsoft auch. Aber der Kuchen insgesamt für KI wird breiter verteilt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welches sind die Gewinner. Aber KI wird immer ein Thema bleiben. Das wird sich immer weiterentwickeln. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe also auch neulich mit meiner Nichte gesprochen, die sagt, ja, die benutzt es sehr viel in der Schule für die Hausaufgaben, wie auch immer. Ja, und lernst du selbst noch was? Ja, aber ich habe doch so viel zu tun. Ja, das war dann so ein Spruch von meiner Nichte. Weiß ich nicht, ja. Also, es wird aber weiterbleiben, ja. Vielen Dank für die Antwort. Eine Frage noch. Wie siehst du die europäischen Börsen in Bezug auf die Wahlen in den USA? Inwieweit die performen würden? Was würdest also du dazu ich glaube, sagen? Wir werden in sklavischer Abhängigkeit folgen. Das machen wir immer so. Man sagt ja auch, der DAX sei der Appendix vom Dow. Ja, das glaube ich auch. Wenn jetzt der Dow da mächtig gewinnt, werden wir auch ein bisschen mitziehen. Auch hier, sollte Trump gewinnen, ist das gut für den Dow. Aber dann stelle ich automatisch fest, der wird Zölle erhöhen. Nicht nur gegen China, sondern auch gegen Europa.
Ich kann mich an den Spruch erinnern, den er sagte, komisch, ich gehe über die Fifth Avenue und ich sehe da nur Mercedes rumfahren. Das geht doch nicht. Dass der dann zum Beispiel sagt, alle nicht in Amerika produzierten Autos werden mit höheren Zöllen gemacht. Ich erinnere an Thailand, da kostet ein Porsche aufgrund des Zolls 100% mehr, als wenn man ihn kauft. Nur der Zoll. Und das wird auch kommen. Und das wird auch solche Luxusunternehmen treffen, wie LVMH, Geringer, L'Oreal. Die werden auch dann dementsprechend mehr Zölle zahlen müssen. Und das wird so ein richtiger Zollkrieg werden. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen, das wird, die Wahl von Trump ist für Europa nicht gut. Also das ist jetzt meine Meinung. Die kommt nicht so gut an. Da ist Kamala Harris, sei das jetzt NATO oder was auch immer, mit Sicherheit besser aufgestellt. Aber Kamala Harris ist nicht so gut für den inneramerikanischen Markt. Also so ist das. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Ja. Aber ich sehe das mit Argusaugen, wenn Trump drankommt, dann wird er erstmal seine ganzen amerikanischen Autos, was ich verstehen kann, bevorzugen und alles andere wird besteuert werden, bezollt werden. Und deswegen sehe ich für die Autoindustrie in Deutschland zum Beispiel momentan, das geht ja immer weiter, das ist noch nicht am Ende. Jetzt, ob das jetzt BMW ist, die 1,5 Millionen Autos zurückrufen müssen oder VW die Werk schließen oder die Margen bei Daimler geringer werden. Ich sehe da noch kein Licht am Ende des Tunnels. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Bereich, den würde ich jetzt nicht bevorzugen, momentan. In Deutschland ist es halt eher so, dass jetzt heute sind es mal wieder die Lufthansa, das glaube ich auch, die haben jetzt ihren Boden gefunden. Die Siemens Energy kommen von 6, ja, jetzt sind sie hoch auf 30. Also da gibt es schon einige gute Werte. Die Telekom, die steigen an der Außenlinie immer wieder jeden Tag ein neues 52 Wochen hoch. Schon erstaunlich, ja. Aber Autos gehören für mich nicht dazu. Gut. Hast du noch was? Sehr spannend. Ja, und zwar gibt es noch die Frage, ob es spezielle Indizes gibt, die für eine langfristige Anlage vor allem nach einer möglichen Jahresendrallye funktionieren würden, was du empfehlen könntest. Einen langfristigen Indizes, wie über das? Langfristige Anlage mit Indizes nach einer möglichen Jahresendrallye. Das erzähle ich auch auf YouTube, da mache ich kein Geheimnis. Ein Teil meiner Sparfonds liegt in Indien, also nicht in Indien, sondern sind indische, das ist ein indischer Sparplan, das ist ein indischer ETF, der läuft wie Gift. Das ist unglaublich. Man kann jetzt über Indien selbst sagen, was man will, aber die haben bevölkerungsmäßig die Chinesen abgelöst, die sind qualitativ super. Ich sehe das immer mehr, wenn ich irgendwelche Rechnungen stelle, dass die aus Indien bezahlt werden. Ich denke, Indien auf Sicht von 10 Jahren ist hochinteressant und wird, denke ich, jetzt war sowas wie Nasdaq und so Spezialwerte nicht berücksichtigt, Indien wird viele Indizes abhängen. Also aber ich rede jetzt von einem Zeitraum 5 bis 10 Jahre. Das ist wirklich gut und man muss immer nur aufpassen, wenn in Indien Wahl ist, dann fallen immer ein paar Tage vorher, fallen die Indizes, das tun sie immer um 10%. Warum das so ist, weiß ich nicht, ja? Aber das tun sie immer. Und aber jetzt war gerade Wahl, deswegen hat es jetzt keinen Sinn. Aber das ist zum Beispiel für mich eine meiner beliebtesten Anlageformen neben Berkshire Hathaway. Vielen lieben Dank. Es kam jetzt gerade noch eine Frage zum Nikkei, wie du den einschätzt. Also eins will ich vorweg schicken, diese Carry Trade Geschichte ist noch meines Erachtens nach noch nicht vorbei. Das fängt an. Jetzt muss ich mal schauen, eine Woche. Ich glaube, den habe ich hier gar nicht so lange drauf. Zeitraum, Zeiteinheit, Zeitraum, alle Daten, Daily. Okay, das ist jetzt der Tageschart. Also das hier war die Carry-Trade-Geschichte und das haben wir dann nach 10 Tagen alles wieder aufgeholt. Da kam man sich schon ein bisschen veräppelt vor. Aber das ist meines Erachtens nach noch nicht fertig. Wenn die Bank of Japan schon dahingehend einschreiten muss, dass sie sagt, okay, wir verändern mal lieber nichts an den Zinsen, weil sonst hauen wir den Nicker hier runter, ist das schwierig. Lass mich mal kurz auf Monatsbasis sehen, weil das ist ja bestimmt auch eine Frage für längerfristiges. Ja, ist bei mir schon ein bisschen angeschlossen, muss ich sagen. Hier gibt es das Verkaufssignal, hier geht es runter. Wir waren auf der 200-Monatslinie, unter der 20-Monatslinie. Für mich wird der Nikkei erst wieder dann, sagen wir mal, gefahrloser über 42.000 und das ist weit weg. Ja. Dieser Punkt hier, das ist die 30.412, ist für mich das äußerste Max nach unten. Da darf es auf keinen Fall runtergehen. Und das ist also eher ein Bereich zwischen hier, sagen wir mal, 30.600 bis hoch bis zur 32.300. Ich habe momentan beim Nikkei sehe ich kein nennenswertes Potenzial. Der muss sich erst einmal hier so ein bisschen austoben.
Im Moment wäre das nicht meine bevorzugte Wahl. Sehr spannend auf jeden Fall. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, welche Auswirkungen könnte der zunehmende Fokus auf grüne Energie und ESG-Kriterien auf Indizes haben? Gute Frage. Also was mir halt gerade auch nach der Besprechung zwischen Trump und Harris sind ja überall die, hier, also auch in Deutschland dann die Nordex und wie sie alle heißen, sind ja stark gestiegen. Ich weiß es nicht. Also das mag ich mir, da müsste ich mir längere Gedanken machen, da kann ich ad hoc so nicht keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber das ist eine interessante Frage. Die muss man mal merken, das muss man für mich beantworten, aber das kann ich bestimmt nicht in 2 Minuten machen. Da muss Ja, ich mir das mehr fand Gedanken ich auch sehr spannend. machen. Ja, ist sie. Gute Frage. Vielen Dank dafür. Aber gut, dann vielleicht das nächste Mal. Ganz genau. Das nächste Mal mit mir ist irgendwann am 16. Dezember, glaube ich. Und das mache ich dann zusammen mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Martin Utschneider. Und dann geben wir dann auch nochmal einen Jahresausblick. Der sollte jetzt dann nur mal denken für den Rest des Jahres und 3 Monate hinein. Und nochmal, ich wiederhole es, ich denke, dass wir Ende März in allen Indizes, die ich vorgestellt habe, beim MDAX weiß ich es nicht, eher tiefer stehen, als wir heute stehen, gebe den Märkten aber nochmal 5 bis 7% nach oben. Sehr gut. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal einige Fragen beantwortet. Und wie du möchtest, ich hätte noch ein paar kleine Fragen zu ein paar Indizes. Ja gut, wir haben 18:50 Uhr. Was hat man gesagt? 1 Stunde, ne? Ich gebe dir die 10 Minuten. Das ist keine Frage. Frag euch gerne. Klar, also 10 Minuten haben wir noch. Schieß Okay. los. Also einmal wurde nochmal gefragt, ob du den Dow Jones Chart nochmal zeigen könntest und darauf nochmal kurz eingehen, vor allem auf die Gewinner. Also, ja, Gewinner. Moment. Ja, muss ich erstmal reinholen. Mache ich den Tau, das ist der Nikkei und Dove Jonas. So. Das muss ich anders machen. So rum. Das ist der Dow Jones auf Monatssicht. Ich mache mal das Bild, was ich vorhin drin hatte. Die Gewinner sind diese hier. Na, komm hoch. So. Das sind die Gewinner. Was ist da genau die Frage, bitte? Einfach nur, ob du es noch mal kurz zeigen könntest, und darauf noch mal eingehen. Also ihr seht hier, also ich hatte vorhin gesagt, das ist Buffett-Wert, ja, Apple, Microsoft und American Express, Goldman Sachs auch. Es sind auch hier für den Dow Jones sind es halt Computerwerte oder Caterpillar nicht nur sehen als Hersteller von Traktoren, sondern die machen auch viel für die Infrastruktur von den KI-Zentren. Und was die an Energie fressen, das ist also enorm. Aber die stellen einfach ja, Hallen her, Kühlung und so weiter. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es kommt. Nochmal, der Dow Jones ist am All-Time-High. Und obwohl die Technik schon in allen Bereichen, nochmal, das ist hier der Monatschart, ich mache das mal hier raus, obwohl die Technik in allen Bereichen schon sehr hoch ist, knabbert der oben an seinem All-Time-High rum. Und der Chart ist immer wichtiger. Deswegen habe ich so formuliert, ich habe noch kein Verkaufssignal hier unten, nirgendwo, weder über Stochastik noch über MACD noch von den Bändern her gar nichts. Ich gebe auch dem Dow nochmal 5 bis 7% und dass der vielleicht so, was weiß ich, mit, sagen wir mal, mit 43.000 durchaus sehen kann, ganz locker. Aber ich sehe das Potenzial als limitiert an und rechne eher auch hier, insbesondere bei der Wahl von Kamala Harris, eher mal mit einem Ausatmen. Sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann würde ich gerade die letzte Frage noch machen. Und zwar ging es dann nochmal um den Eurostock 50, Stocks, wie du den einschätzt. Eurostoxx. Das ist, da habe ich gar nichts vorbereitet, macht aber nichts, das ist der Monatschart. Eurostoxx, guck mal hier, der sieht schon wieder ganz anders aus als der DAX. Der bricht also hier deutlicher weg. Ganz klares Verkaufssignal. Hier auch ein Verkaufssignal beim Eurostoxx. Wir hatten genau wie allen anderen Indizes, hier Carry Trades, diese fette Kerze, die so ähnlich aussieht wie ein Hammer. Wir haben die 20-Monats-Linie touchiert, das ist diese hier.
der rappelt sich lange nicht so auf, wie jetzt zum Beispiel der DAX sich aufgerappelt hat oder Standard & Poor's oder Dow Jones, überhaupt nicht. Ja? Der tut sich verdammt schwer. Und wenn das hier passiert, das ist ja die traditionelle, macht das auch aus, ja? Das ist ja die traditionelle Sichtweise. Wenn die bricht, dann kann es sowas hier werden. Und dann hätten wir eben diese Bewegung, die wir hatten vom November 2021 bis in den Oktober 2022. Ich möchte nicht sagen, dass ich sowas erwarte in dieser Heftigkeit, aber zumindest eher ein Abgleiten. Erstmal Back to Breakout, da sind wir hier bei, da sind wir glaube ich schon dran, Moment. Hier, bis dahin, das war der Breakout, 4.485. Das ist ja nicht viel, wir sind momentan bei 4.839, sind also 400 Punkte, das sind nur 10%, aber ich rechne eher mit fallenden Kursen, vor allen Dingen, wenn ich das hier sehe, der hat also deutlichere Verkaufssignale, als das in allen bisher besprochenen Indizes der Fall ist. Das ist also auch einer, den würde ich tendenziell eher vom Short spielen, mit einem Stop hier oben drüber. Vielen lieben Dank. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Seminar und wir neigen uns auch schon dem Ende entgegen. Vielen Dank für deinen Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Fragen in der Fragerunde. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, noch den Hinweis geben, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich also jederzeit noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie im Anschluss an diese Veranstaltung per Mail. Ein Aufzeichnungsartikel wird morgen auf der Startseite von Finanznet erscheinen. Christian, ich würde dich noch um ein Schlusswort zu unserem heutigen Abend bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern mit auf den Weg geben? Ich gehe am Freitag 3 Wochen in Urlaub. Wenn ich in Urlaub gehe, dann boxt der Papst im Kettenhemd. Dann ist meistens Boller da. Deswegen, es gibt keine eindeutigen Signale momentan. Eher mal klein bleiben. Und es ist nicht verkehrt, wenn auch mal Seitenlinie ist, auch eine Position. Das muss ich ganz klar sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb noch bei dir bedanken, Christian, für deine Expertise und deine Zeit, die du uns heute Abend gewidmet hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich freue mich darauf, Sie in einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Danke für die gemeinsame Zeit und weiterhin viel Erfolg. Danke, Rina. Bye-bye.